Du wolltest schon immer ein echter Hacker sein? Dafür brauchst du keine Kapuze. Herzlich willkommen, ich bin Luis Huber, IT-Sicherheitsexperte und heute zeige ich euch, wie ihr ein echter Hacker werdet. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie wird man ein echter Hacker? Dann bist du hier genau richtig. Und zwar zeige ich dir jetzt erstmal die Grundlagen und den Einstieg, was du Schritt für Schritt alles tun musst, um die Hacking-Skills zu erlernen. Welche Informationen wichtig sind und ja, einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du lernen musst, um dich im Bereich Ethical Hacking weiterzuentwickeln. Das sind die Schritte, also erstmal grundlegendes Wissen über Betriebssysteme, Kali Windows, dann Skriptsprachen oder integrierte Sprachen, eben wie CMD und Bash oder das Terminal halt zu verwenden. Dann haben wir noch Tools kennenlernen oder selber welche programmieren. Generell programmieren lernen, gut, das ist der vierte Punkt. Generell programmieren lernen. Hier kann ich euch C und Python empfehlen. Viertens eben Netzwerktechnik, sich im Netzwerk auszukennen. Und dann könnt ihr euch eben spezialisieren, das wäre jetzt der sechste Punkt, auf irgendwas, was euch eben besonders liegt. Zum Beispiel Webseiten-Hacking, Netzwerk-Hacking, PCs-Hacking, Router-Hacking, Hardware-Hacking, was ihr eben wollt. Und das Wichtigste ist hier auch auf jeden Fall immer nur Sachen machen, die ihr auch dürft. Alles schön abklären vorher, da ihr euch sonst strafbar macht, und immer schön brav bleiben. Beginnen wir mal. Also grundlegend ist erstmal, du musst dich auskennen mit den Informationen über ein Betriebssystem. Also du musst wissen, wie ein Betriebssystem funktioniert, welche Funktionen es hat, welche, ja, wie es eben grundlegend funktioniert. Hier ist zum Beginn schon mal grundlegendes Wissen, zum Beispiel für Windows notwendig. Zum Beispiel, dass es eine Registry gibt, wie der Autostart funktioniert und einfach wie man Windows bedient. Zudem ist auch wichtig, mit der Konsole umzugehen, dies zeige ich euch jetzt. Und zwar hier einfach CMD eingeben, Command auch genannt, oder Batch. Dann kommt hier dieses schwarze Fenster, einfach draufklicken oder Enter drücken. Und hier musst du dich auch gut auskennen, weil das sind eben Basics Wissen, die jeder Hacker können sollte. Hier gibt es einige grundlegende Befehle, einen davon kann ich dir jetzt zeigen, zum Beispiel ipconfig. Hier sieht man jetzt die IP-Adresse des Rechners, oder hier besser gesagt, und das hier ist zum Beispiel von VirtualBox ein anderer Netzwerkadapter. Und ja, das wäre zum Beispiel ein Befehl. Auf jeden Fall muss man sich hier gut auskennen und eben verstehen, was man hier alles machen kann, und ja, das könnt ihr euch alles selber beibringen oder ihr schaut ein paar Videos von mir an. Ich zeige euch auch viele Grundlagen des Ethical Hackings. Jetzt kommen wir weiter. Zum Weiteren ist auch wichtig, dass man sich gut mit Linux auskennt. Am besten Kali Linux, da es extra für Sicherheitsexperten entwickelt wurde und viele Tools enthalten sind. Das habe ich in der VM installiert, das kann ich euch auch schnell zeigen. Relativ praktisch, da man so nicht mehrere Computer braucht, um verschiedene Betriebssysteme zu nutzen. Ich habe jetzt hier Kali Linux installiert. Seht ihr auch in meinen YouTube-Videos, wie das funktioniert. Und ja, das einfach auch machen. In Kali Linux gibt es auch wieder eine, ja, sozusagen Konsole. Das heißt in Kali Linux oder in Linux generell Terminal. Und die Skripte heißen Bash-Skripte. Dann später brauchen wir natürlich auch als richtiger Programmierer/Hacker müssen wir Programmiersprachen können. Eine leichte Programmiersprache oder Skriptsprache besser gesagt ist eben hier in der Konsole Batch. Habe ich auch ein Video gemacht. Es gibt sozusagen Batch-Dateien, das sind Programme, die eben auf das Terminal basieren. Da solltet ihr auch relativ fit sein, habe ich auch ein paar Videos drüber. Und ja, dasselbe gilt natürlich auch wieder für Linux, auch hier solltet ihr die Basic-Skriptsprachen können. Das ist für den Anfang relativ wichtig, da man eben grundlegendes Wissen zu Betriebssystemen braucht. Und dann eben später sollte man auf eine echte Programmiersprache umsteigen, wie zum Beispiel C oder C++. Oder wenn ihr es euch ein bisschen leichter machen wollt, könnt ihr auch Python verwenden. Da sind
haben mehrere Module inkludiert oder vorprogrammiert und ihr müsst nicht so tief ins System einsteigen. Wollt ihr jedoch ein wahrer Hacker werden, dann ist C ein wichtiges Tool oder auch Assembler. Das ist dann Maschinensprache, da könnt ihr dann sehr tief ins System eingreifen. Ja, hier zeige ich euch jetzt nochmal schnell das Terminal. Das ist eben hier Kali Linux und das auf jeden Fall runterladen. Und hier ist der Befehl nicht wie bei Windows ipconfig, sondern hier ist der Befehl ifconfig. Und jetzt sehen wir hier auch die IP-Adresse. Hier oben. Genau. Das wären jetzt zum Beispiel ein paar Befehle. Zum Beispiel ls ist auch noch relativ interessant. Da zeigt ihr euch die ganzen Verzeichnisse. Genau. Das war's von mir heute schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schaut einfach ein Video von mir an, wo ich das erkläre. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst ein Abo oder Like da. Macht's gut.